Herzlich willkommen zum siebten Teil der Serie über den Bau eines Fahrradwohnwagens. Heute geht es etwas um die Elektrik und um die Innenverkleidung, die Innenisolierung mit der Luftpolsterfolie. Ja, hier sieht man diese Luftpolsterfolie. Die ist relativ einfach mit dem Cuttermesser auszuschneiden. Und hier am Beispiel der Seitenwand habe ich ausgemessen, zurechtgeschnitten und werde jetzt diesen Filzstoff mit Sprühkleber auf diese Luftpolsterfolie draufkleben und dann die ganze Verkleidung an die Polycarbonatplatte auch mit dem Sprühkleber versuchen zu befestigen. Die Sache mit dem Sprühkleber ist irgendwie nicht überzeugend. Auf der einen Seite geht hier das Filz ab, auf der anderen Seite geht auch die Alu-Luftpolsterfolie geht die ab von den Wänden. Also irgendwas ist da falsch, obwohl ich auch gewartet habe. 3 Minuten und ich glaube, der Sprühkleber ist auch nicht zu billig gewählt. Zumindest habe ich ein Markenprodukt genommen. Ich weiß auch nicht, irgendwie ist das nicht überzeugend, diese ganze Sache. Ja, das mit dem Sprühkleber hat nicht richtig funktioniert. Ich habe es festgeklebt, einige Seitenwände, und am nächsten Morgen, als ich es nachgeguckt habe, hat sich die Luftpolsterfolie wieder von der Polycarbonatplatte gelöst und auch der Filz war nicht richtig verklebt. Sehr ärgerlich, aber ich habe jetzt einen neuen Sprühkleber bestellt, noch teureren, noch eine bekanntere Marke, und mal schauen, wie das dann funktioniert. Von daher machen wir jetzt weiter erstmal mit der Elektronik. Für die Elektronik habe ich alles in eine Box gepackt hier, wie man sieht. Das sind 2 Potentiometer. Einer ist für die Motorsteuerung, also für die Lüftersteuerung. Kann man hier ein- und ausschalten und auch die Geschwindigkeit variieren. Der andere Potti ist für die LED, um auch da die Helligkeit zu steuern. Weiterhin habe ich einen 12-Volt Zigarettenanzünder verbaut. Damit kann ich dann zum Beispiel eine 12-Volt Heizdecke benutzen. Und ich habe hier auch noch USB 2.0 Buchsen verbaut mit 2,5 Ampere pro Stück. Das heißt, ich kann da Handys, Tablets und so weiter laden. Als Batterie habe ich noch einen alten Lithium-Ionen-Akku mit 24 Volt. Der hat 15 Amperestunden, ist halt dadurch auch relativ schwer. Ich schätze mal so knapp 1,5, 1,6 Kilo ist es. Habe dann diesen Lithium-Ionen-Akku mit einem XLR-Stecker versehen. Das ist so ein Industriestecker für Tonstudios und so weiter. Dort werden die verwendet. Und habe dann an der Box selber hier auch noch das Gegenstück, so eine Buchse verbaut, in der man den Akku einfach reinstecken kann und wieder entfernen kann, wenn man den Akku später mal laden will. Kommen wir mal zum Innenleben der Box. Also man sieht hier, an dieser XLR-Buchse habe ich den Akku angesteckt. Da der Akku 24 Volt ist, brauche ich natürlich einen Spannungswandler. Das heißt, das ist ein Spannungswandler, der einen Eingangsbereich hat von 18 bis 36 Volt und eine Ausgangsspannung von 12 Volt 5 Ampere. Das sollte für die meisten Anwendungen reichen, auch für eine Heizdecke, die meistens so 30, 40 Watt verbraucht. Gut, dann sieht man hier halt auch, dass ich den Zigarettenanzünder verkabelt habe, diese USB-Buchsen und halt hier auch diese Potentiometer-Schaltungen, um die LED oder den Lüfter zu steuern. So, hier sieht man mal die Box in Aktion. Das ist so ein Zigarettenanzünder-Stecker, der praktisch schon Strom hat, wie man sieht hier an der Lampe. Und an den linken Potti habe ich jetzt die LED angeschlossen. Das heißt, ich kann jetzt hier drehen, mache die LED an und kann dann auch die Helligkeit hier steuern über den Potti für die Innenraumbeleuchtung. Wie gesagt, das wird für die Lüftung verwendet und hier ist noch Ladebuchsen für iPhone, iPad. So, das war's jetzt für dieses Video. Ich muss jetzt erstmal warten, bis der Sprühkleber ankommt, den ich bestellt habe. Und über die Feiertage kann das eine Weile dauern. Im nächsten Video versuche ich dann wirklich auch diese Verkleidung, also die Luftpolsterfolie, an den Innenwänden zu befestigen, mit Filz zu bespannen und dann auch eine erste Testfahrt und auch vielleicht auch die erste Nacht, wie letztes Mal eigentlich schon versprochen, zu machen. Lasst euch überraschen.